Wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen, ein Kompromiss hier und da wird uns nicht mehr viel nützen, weil jedes Milligramm mehr ist leider gar nicht egal, denn die Folgen daraus sind unumkehrbar fatal und es ist keine Option, den Klimawandel zu ignorieren, nur weil man Überschwemmung und Dürre, so viele traf und trifft es nun jetzt und das Leben der nächsten Generationen wird aufs Spiel gesetzt. Priorität hat unser Planet. Priorität hat verdammt nochmal jetzt endlich unser Planet. Hat Priorität. Es ist unser Planet und die Zukunft allen Lebens, um die es hier geht. Freiheit. Auf einmal haben wir so viele Freiheitskämpfer, die diese bedroht sehen durch eine Verbotskultur. Ich darf aber auch nicht mit 180 km/h durch die Innenstadt fahren. Zu gefährlich. Und genau da hört Freiheit auf. Nämlich da, wo sie die Freiheit oder Lebensgrundlagen anderer bedroht oder gar zerstört. Und wir haben nicht mehr die Zeit, um auf einen freiwilligen Transformationsprozess von Wirtschaft und Industrie zu setzen. Wir brauchen ganz genaue Vorgaben für das, was geht und was nicht mehr geht. Wirtschaftlich nicht vertretbar? Das stimmt nicht. Und außerdem mal bitte einen Blick darauf, was es kosten wird, wenn die Erderwärmung weiter voranschreitet. Und wie wär's denn mal, den Etat der extrem klimaschädlichen Rüstungsindustrie nicht permanent zu erhöhen? Völlig irre angesichts der real tickenden Zeitbombe der Erderwärmung. Priorität hat unser Planet. Nicht mehr und nicht weniger, schon klar.